Einsteig bei der französischen Fluggesellschaft Air France hat zu zahlreichen Ausfällen geführt. Ein Viertel aller Flüge wurde gestrichen und auch am Mittwoch sollen wieder zahlreiche Flugzeuge am Boden bleiben, teilte die Gesellschaft mit. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Gehalt für die Angestellten, was das Management als nicht möglich zurückweist. Für Flugreisende ist dieser Dienstag aber nicht nur wegen Air France problematisch. Auch in Deutschland fallen zahlreiche Flüge aus. Grund sind die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Reisenden zwischen Verständnis und Ärger. Und ich denke, dass halt viele der Passagiere, die halt nicht mehr umbuchen können, die, sage ich mal, teure Flüge haben, eventuell die Verlierer bei der ganzen Geschichte sind. Ja. Daher, also ich denke, das ist so nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja. Also ich verstehe es schon, wenn die mehr Geld haben möchten, aber wenn es einen selber betrifft, ist es ein bisschen blöd. Ne? Aber sonst, ich habe schon Verständnis dafür. In Deutschland werden die Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen bestreikt. Die Lufthansa strich rund 800 Flüge, davon seien gut 90.000 Fluggäste betroffen, hieß es.